Moin und willkommen zu Sonnenölsüchtig. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es schon wieder ein neues Update-Video zum Noctua Macro Simplex. Und was die Jungs und Damen von Noctua Macro jetzt gemacht haben beim Simplex, schauen wir uns gemeinsam an. Also nicht lange schnacken, wir legen los. Ja, wie die meisten von euch wissen, hat ja Noctua Macro erst für ihren Simplex ein Update rausgehauen. Und zwar ein richtig, richtig fettes. Wir haben ja neue Modi dazu bekommen, neue Einstellungsmöglichkeiten, mehr Tiefe. Wir haben eine Mineralisierungsbalken dazu bekommen. Die tieferen Leitwerte sind jetzt auch wesentlich stabiler, was mich ja richtig freut. Das war ja bei meinem Amphibia damals auch schon so, dass die Leitwerte immer ein bisschen gesprungen sind. Ich habe jetzt mal so ein paar Tests gemacht nebenbei, also ich bin da noch nicht rausgekommen wegen der Arbeit, aber es zeigt sich, dass die Leitwerte nicht mehr so springen wie vorher, haben sie richtig geil gelöst. Und jetzt haben wir eigentlich schon gedacht, das war es schon, weil es ist schon aus einer guten Maschine eine sehr gute Maschine geworden. Wir haben aber generell immer ein Problem gehabt, was ich schon lange angemerkt habe, und das war diese Geschichte mit den Pinpointern. Denn wenn wir einen Pinpointer zünden, so wie hier mein Garrett Pro Pointer AT, dann ist es natürlich so, dass das Gerät immer rumschnabbelt. Warum? Weil natürlich die Frequenz vom Pinpointer in die Frequenz vom Simplex reinrasselt und ihn stört. Das heißt, die beiden unterhalten sich und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Ruhe haben. Jetzt kannst du als Hersteller natürlich hingehen und sagen, okay, die Garrett Pro Pointer laufen alle auf 11 kHz, die Fischer laufen alle auf 10 und die, was weiß ich, was gibt es noch für Pinpointer, die Bounty Hunter laufen auf 15. Diese Frequenzen gebe ich den Leuten jetzt zum Ausblenden. Problem bei der Geschichte ist aber, das kannst du machen, aber du hast halt auch hier Toleranzen drin, denn bei einem Pinpointer ist es ja nicht zwingend notwendig, eine Toleranz einzuhalten. Das heißt, der kann auf 11,1 laufen, der kann auf 11,5 laufen, der kann auf 11,18 laufen oder was weiß ich. Das heißt, die Toleranzen hier sind größer als bei unseren Geräten. Das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, dass wenn du eine feste Frequenz für den hier einplanst, ist trotzdem nicht gewährleistet ist, dass das Gerät ruhig ist. Und jetzt haben die wirklich von Noctua Macro eine absolut geniale Idee gehabt. Und das finde ich cool und ich hoffe, das sieht man in Zukunft vielleicht auch noch bei anderen Maschinen. Denn das Problem haben ja wirklich durchgängig alle Maschinen, dass die Pinpointer stören oder dass man generell Störquellen hat. Auf jeden Fall, ne, ich zeige es euch einfach. Das ist, glaube ich, einfach. Wir gucken uns das mal an. Also bis jetzt war ja immer das Problem, wenn wir zum Beispiel wie mein Garrett Pro Pointer AT, wenn wir den eingeschaltet haben, dann ist immer Folgendes passiert. Ich kann den nochmal raushalten. Das Gerät unterhält sich jetzt mit dem, also schwatzt. Und das nervt natürlich. Das nervt mich bei meinen Videoaufnahmen, das nervt euch beim Zuhören, das nervt den Sucher selber. Ja, was Noctua gemacht hat, ist, die haben auf den Pinpoint-Knopf einen Mute-Knopf gemacht. Das heißt, in dem Moment, wo ihr den Pinpoint-Knopf einmal kurz drückt, ist das Gerät geräuschlos. Das heißt, hier, ihr seht, ja, der ist noch an. Und es wurde einfach auf die simpelste Art der Welt gelöst, aber am effektivsten. So hören wir gar keinen Pinpointer mehr, der stört. So, das heißt, wir können jetzt ganz normal im Loch suchen, können unser Gerät ausmachen und können jetzt den Pinpoint-Knopf wieder kurz drücken. Und schon ist alles wieder normal. Das ist mal richtig geil gelöst. Das, was ich also wirklich sagen muss, ist, ich freue mich, dass es tatsächlich Firmen gibt, die sich so den Arsch aufreißen, mit ihren Endkunden auch zu kommunizieren. Das würde ich mir von anderen Herstellern auch wünschen, dass sie mal halt auf die Leute hören, die die Enddinger auch wirklich benutzen, die mit den Geräten laufen und einige Schwierigkeiten haben. Denn das scheint bei Noctua Macro wirklich ganz, ganz hoch auf der Agenda zu stehen. Und wie man sieht, sind sie auch dabei, alles möglich zu machen, was geht. Und ja, ich bin super zufrieden, die Funktion gefällt mir richtig gut, vor allen Dingen, weil es so simpel ist und so effektiv. Sie haben noch die Lautstärke bzw. die Tonprofile bei den Kopfhörern geändert. Ich muss mal gucken, wo meiner ist, dann kann ich euch das vielleicht mal auf dem Feld zeigen. Wer noch nicht mitbekommen hat, wie er seinen Simplex updaten kann und wo er das Update herbekommt, dem verlinke ich hier mal noch das letzte Video. Das ist ein bisschen länger, das erklärt auch die ganzen neuen Funktionen. Und ansonsten könnt ihr mich hier unten gerne abonnieren. Ich würde mich freuen, so werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich was Neues hochlade. Und ja, ich hoffe, es kommt nicht morgen wieder ein Update raus, wo wir vielleicht noch fliegen können mit dem, weil sonst komme ich gar nicht zu Buddelvideos. Aber die wollt ihr ja auch sehen. Heute geht es raus auf dem Acker. Ich habe noch ein Video auf der Liste, da waren wir mit dem Simplex unterwegs, aber noch in der alten Version. Das heißt, ab heute gibt es dann auch die neue Version. Die teste ich heute bei uns hier mal auf dem Feld. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden.
Also in diesem Sinne, schön, dass ihr da wart, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst einen lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Abonniert, wie gesagt, hier den Kanal. Und ja, in diesem Sinne, immer sonnensüchtig bleiben und allzeit gut Fund.